Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Norddeutschen Beachsoccer-Meisterschaft. Wir sind gerade noch im Bus. Wir fahren jetzt 2 Stunden hin. Wir sehen uns dann nachher wieder, wenn wir da sind. Viel Spaß! Jo Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade kurz vorm Ziel. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Wir mussten eine Pinkelpause machen. Und jetzt dort machen wir uns warm an den Hantelgeräten dort. Und dann geht es gleich weiter. Dann kommen wir am Ziel an, checken das kurz aus, wie es aussieht. Dann fahren wir nochmal in eine Stadt rein. Wir sind ein bisschen früh da. Und ja, dann geht's weiter. Und jetzt ein paar Impressionen aus der Motivation vor dem Turnier. Wir hören Coldplay. Ich kann mir hier nochmal die Runde fragen. Weitere Impressionen aus dem anderen Bus. Hier gibt es eine große Diskussion gerade. Hier wird Clash of Clans gespielt. So Leute, wir sind jetzt da. Und wie verwirken wir das Ganze mal? Ich glaube, das Anmeldung ist in ungefähr 30 Minuten oder so. Korrekt. Gefühlt erst ein Team oder so da. Das ist der Ort des Geschehens. Ja, noch anderes. Also die haben, glaube ich, keinen Plan hier, die Veranstalter. Da werden schon ein paar Getränke organisiert. Ja. Wir steppen hier mal jetzt runter zum Sand. Ich bin mal gespannt. Gucken wir uns das mal an. Gibt, sagen wir euch nachher Bescheid. Ja. Check das aus. Die Frage. Yo, Leute, wir sind jetzt angekommen. Fußball. Einmal Location Film. Fußball. Einmal hier. Wir haben 16 Grad. Das sieht einfach geisteskrank aus. Guck mal, das sind unsere Gegner. Die werden die richtig schrecken. Die sind richtig Dummies. Die sehen aus wie die größten Lollis. Wir werden die richtig zerstören, Leute. Checkt unseren Kanal ab. Also nicht unseren, sorry. Checkt seinen Kanal ab. Checkt seinen Kanal ab. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wir versuchen dieses Mal 25 hier. Das ist unser Super-Sub. Unser Super-Sub. Hey, wir sehen uns. Theo, sag was. Sag unseren Zuschauer. Grüße. Jo, Leute, wir sind jetzt wieder da. Wir sind jetzt hier. Hey, geht das Wetter? Mit Tiro. Das sind 3 von. Nee, nicht mal drei. Schon mal ein leichter Vorgeschmack auf gleich. Richard, zeig's uns. Nee, wir trinken noch einmal einen Mast, dann muss ich einen reinhauen. Das sieht schlecht aus. Hä? Ja, ist gut. Ich glaube, das holen wir damit. Ja, da drüben sind schon unsere Gegner auf Lock. Titus, sag mal ehrlich jetzt, was glaubst du, wie geht das heute aus hier? Ja, darüber echt nicht urteilen, noch nicht so früh. Ich muss erst das Spiel angucken und dann weiß ich. Ja, okay, das ist krass. Walti, was glaubst du, wie geht das heute hier aus? Ich glaube, wir kriegen auf den Sack. Willst du mal kurz erklären, welche Spiele, wie viele Spiele wir heute haben? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, 3 oder 4? 4. 4, okay. 4 Spiele à 20 Minuten und der erste kommt zu den deutschen Meisterschaften. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das ja. So brasilianisch hier auf uns. Ja, gut, hier, macht gefällt mir. Ja, Männer! Oh. Jungs, erstes Spiel jetzt gegen den TSC Wellingsbüttel. Alle sind heiß, jetzt geht's los. 100% gegen Jungs. Wir haben alle Bock, 2 Minuten ackern jeder, wir haben genug zum Wechseln. Und jetzt alle. Alles wird. Feuer! 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 Feu
Du musst aber. Junge Brasilianisch! Ja! Sehr gut, Junge! Und auch in diesem Spiel trifft ein Nico, und zwar die Nummer 23 von Allerstedt-Oppendorf. Ja, Junge! Gut durchgesetzt, Felge! Ja, Mann! Jo! Schade, Walter, war gut! Ja! Ja! Gut, Sebastian! Ja, Junge! Okay, Jungs, erstes Spiel, Luca Rost, mieses Foul bekommen. Was sagst du zum Spiel? Das Spiel war gut, 4-1 gewonnen. War mehr drin, aber war gut von uns. Kian John, auch gut geackert, der Mann. Hat er richtig gut gemacht. Nico Licht auch richtig gut geackert. Nico Licht, dein Fazit zum Spiel? Sehr geiles Spiel, sehr gefallen. Sind gut reingestartet in die Session hier. Die Gegner sind alle schlagbar, würde ich sagen. Gutes Team, wir sind geil, wir sind hungrig, wir sind jung, wir sind spritzig. Und ich glaube, hier können der 5 Minuten, hier könnte echt was werden. Hier, Titus, Silas, grandios. Titus, Titus, meinte ich. Nach der 5 Minuten bin ich nicht mehr spritzig. Ja, aber Titus, du bist für die ersten 5 Minuten Qualität. Jo Leute, jetzt geht's los. Zweites Spiel gegen den Titelverteidiger vom letzten Jahr. Ihr seht jetzt hier und schon unsere Bank mit Kian, Dichti, Meininger und Richard auf dem Feld. Gerade Titus, Dennis, Silas, Steffen und Walter am Tor. So, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Und wir warten hier auf den ersten Treffer. Schade, Richard! Meier, 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 Meier! Gut weiter! Matzig, es gibt kein Abseits. Oh. Hey! Hey, beruhig dich mal, Mann! Beruhig dich mal, Alter! Schade, guter Ball, Fegis! Ja. Wühlen, wühlen, mal wühlen. Ah, schade, Junge. Gut, Steffen. So, zweites Spiel leider knapp verloren, 0-2. Sagst du? Waren besser. Hätte es auch ein bisschen besser machen. Chili auch ein bisschen doof gepfiffen. Ja. Aber war in Ordnung. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie nochmal verlieren. Die nächsten Spiele einfach gewinnen. Ja. Genau, Lichti. Okay. Lichti. Zum Glück, was sage ich zum Spiel? Ja, kann man nicht viel sagen. Wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn wir gewonnen haben. Jo, bis gleich. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt wieder hier.
nach dem Essen. Wir waren beim Döner. Lichti? Erzähl mal, was du mit dem kleinen Kind da hinten machen willst. Ja, Milo hat mir erzählt und ist auf die Idee gekommen, ob wir das kleine Kind hätten. Das da ganz hinten, ne? Genau. Milo wollte das eigentlich gerne umchecken. Umtackeln. Ja, Felge, du dachtest, es wäre ein alter Mann. Nein, alte Oma. Ja, Digga. Lichti, erklär mal ganz kurz unsere Ausgangsposition. Ab 70. Unsere Ausgangsposition fürs Turnier. Wir müssen jetzt beide Spiele gewinnen und die Bayern muss verlieren. Ein Spiel und dann sind wir weiter. Haben wir gewonnen. Dann geht's ab nach Rostock. Dann geht's ab nach Rostock. Nein, die machst du wie eine Reizgasattacke. Ist das, was man sagt? Ja. Krass. Ja, das ist unsere Ausgangslage, und, aber ich sage euch, wir packen das. Ja? Wir haben einen guten Trainer hier. Das ist ein guter Trainer. Der performt. Scheiße. Aber wir sind noch dran. Wir glauben an uns und wir packen das. Okay. Nur der SV. Silas? Silas, du hast noch nichts gesagt. Willst du auch noch was sagen? Das ist Popel. Nee, Silas, komm. Alle sagen immer nur, du willst das Spiel gewinnen. Das ist Popel. Aber keiner fragt, wie geht's dir? Wie es mir wirklich geht. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Das ist schön, das freut uns. Ja, wir sehen uns nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind wir. Mein Team. Okay, Nummer 17. Jetzt, nächstes Game. Er ist hyped. Er ist ready. Die Füße sind frisch. Let's go! Folgende Situation. Ja, es ist immer noch alles drin. Wenn bestimmte Ergebnisse so gut gespielt werden, wie wir wollen. Aber wir bringen das Turnier gut zu Ende. Und wir geben alles nochmal zusammen. Und Forza, Odeich und... Forza! Es läuft die letzte Spielminute der SG. Ja, Junge, sehr schön! Richtig gut gespielt! Hey, Jungs, gleich letztes Spiel gegen Intertürkspor. Es geht um nichts mehr. Was sagst du, hast du Bock? Ja, ich hab Bock. Ich muss sagen, der Ausfall von Stettern, zeig mal Stettern. Digga, Stettern ist raus. Stettern ist Kian ist noch drin. Kian, danach noch schwimmen, ne? Dein letztes Spiel noch schwimmen. Gut, dass ich Kian bin, Digga. Ich sprich mich einfach mit Kian. Sorry, Mann, Nico. Oh, Kevin! Fahrrückzieher! Nur Fahrrückzieher! Hey, wollt ihr nicht zurück? Fahrrückzieher, hallo! Hey, oh mein Gott, was macht ihr? Ey, ich dachte nur Fahrrückzieher, Thomas. Hey, ist nicht drauf! Ich bin ein Leidungsstopp. Ja! Mach hier, hey, was passiert? Ach, wirklich? Gut, Jungs. Das 4-1 durch die Nummer 8. Aua, voll die Sand. Steffen, ey. Sieh doch weiter, die Vogel. Ich sag dir, warte jetzt noch mal ins Feld. Nicht er! Weiter! Ja, nein!
Den Brasilianer! Noch einmal die Nummer 9. Julian! Jungs, Siegerehrung, was sagt ihr? Habt ihr Bock? Nein. Ja, hoffentlich ein schöner Plastikpokal, ne? Auf jeden Fall. Ist der Vlog oder was? Teilnahme. Ja, wir haben gut gespielt, leider unglücklich verloren. Hätte anders ausgehen können, ne? Aber ey, man muss auch aus den Fehlern lernen. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Und da ist übrigens Uwe, der Comedian. Uwe! So, jetzt hier gleich Siegerehrung. Wir haben alle Bock. Ja, haben wir. Teilnehmerurkunde gleich. Teilnehmerurkunde. Ja. Teilgenommen. Hier da vorne. Ich hast du gewählt. Gut, heute. Den vierten Platz. Unser Glückwunsch geht an SV Ahlerstedt Otterndorf. Wir sind Dritter geworden, das ist so peinlich. Ey, zeig mir. Mats, was hast du bekommen? Eine Urkunde mit dem vierten Platz. Ja. Und einen Ball, mit dem wir heute Gratulation machen. Oh, geil. Das glaube ich. Vorbei. Wir sind jetzt wieder in Ahlerstedt. Pimo, einmal. War nicht so erfolgreich, wie wir es erwartet haben, aber wir hatten eine dicke Subway-Session und ja, jetzt ist das Leben wieder gut. Ja. Piro, du hast das Schlusswort. Piro, lass ein Like da, lass ein Abo da. Klassiker, Alter. Von der Glocke aktivieren, Kommentar schreiben. Ist alles kostenlos. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen!